Zeitreise in die Vergangenheit, Schnäppchenjagd auf den Trödelmarkt, Flohmarkt Hall. Let's go. Da geht's rein. Mhm. Hat er jetzt auch einen Ninebot? Oder hat er den schon immer gehabt? Freunde, ich sehe schon die ganzen Reseller oder aber auch Sammler mit solchen E-Rollern auf dem Flohmarkt rumschüren. Oh. Domino, was geht? Moin. Ja, warum nicht? Wird da was noch gebraucht? Der ist ja ganz witzig. Guck mal, hier ist Zlatko, das ist doch was für dich. Wo ist Zlatko? Best of Zlatko. An der Seite. Da, ganz links. Zieh's mal raus, da. Ich sehe es immer noch nicht. Ja, du bist nein, alt. Hier. Ach so, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich hier... Hier, das ist was für Tomek. Um die Kassette sich handelt. Ja. Komm, schnell und. Wie teuer ist denn eine? Was wollen wir dann geben für eine? 50 Cent. Sag mir mal, wie viel du hast. Das nehmen wir eigentlich für die Filme. 1 Euro. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. So Heavy Metal CDs, ne? Oder? So Rock. E-Roller sind gar nicht effektiv, ist nur besser für die Umwelt. Auto rein, weiterfahren, Auto raus, Stand gucken und repeat. Finde ich jetzt, bist du mit einem E-Roller effektiver. Also halt schneller. Also halt in größeren Städten oder sowas, wenn ich immer sehe, fahre ich auf jeden Fall mit einem Roller schneller. Ja, doch. Gibt so Schleichwege. 4, 5 noch dazu. 17. Bitteschön. Plus die. Und den. Oh mein Gott, perfekt. Ja, 6 Euro. 6 Euro. Was haben wir hier? Cooles Metallica. Drinne, das mag ich nicht. Und was ist das? Keine Ahnung. Ist das ein Shirt? Nee, das ist auch so ein Tuch. Auch so ein Tuch. Nee. Hätte ich mitgenommen. Metallica-Tücher. 6 Euro ist okay für mich. Ich pack's schon mal ein, ne? Darf man, wenn man was verkauft, extrem hohe Versandkosten machen, damit man einen günstigen Preis hat? Servus. Darf man, wenn man verkauft, extrem hohe Versandkosten machen, damit man einen günstigeren Preis hat? Kannst du schon machen, nur dann kauft keiner, weil die Leute bewerten auch deine Versandkosten. Wenn du jetzt extrem hohe Versandkosten hast, sag mal jetzt 15 Euro für ein Brettspiel oder sowas, dann wirst du definitiv neutrale bzw. aber auch negative Bewertungen kassieren. Zum ersten Deal des Tages und da haben wir ein paar Metal-CDs finden können. Und zwar unter anderem Creator, No Use, diese Band kenne ich nicht, Overkill und dann hier ein paar Ska-CDs. Du warst ja schnell. Ja. Ich habe hier einmal The Gathering von Testament, oder ist das The Gathering und mit Testament? Ne, die Band ist Testament, ja. Rage, The Missing... Scheiße, da habe ich auch letztens, also in meinem allerneuesten YouTube-Video, was dann morgen rauskommt, habe ich auch so Metallica, oder so Metal-CDs gehabt. Eine ganze Kiste voller Metal-CDs. Jetzt, wo ich das Video sehe, hätte ich das eigentlich mitnehmen können, aber das war schon ein bisschen her. Ihr wisst ja, wenn man jeden Tag oder jedes Wochenende auf den Flohmarkt geht, hat man dann unterm Strich eine Arsch viel Video-Content, das man dann zusammenknödelt zu einem YouTube-Video. Link, böse Onkels. Manowar. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Hier ist so ein Ding drauf. Motorhead. Und einmal Painkiller von Jimmy Priest. Krass. Nee, Judas Priest, ah, ja. So, genau. Okay. Genau, da hat Tomek ein paar CDs zusammengebundelt und dazu gab es noch eine VHS-Kassette. Sealed, nehmen wir auch gerne mit, ist nichts Besonderes. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt mal weiter mit den Aufnahmen.
Ah, da könnte man dann ja denken, dass der Rollertyp auf dem Plakat, was 35 mal limitiert ist, also es gibt beim Flohmarkt-Camp gibt es ein Plakat, wo jeder von uns unterschreibt, also auf 35 Stück limitiertes Exemplar, kann man ja auch denken, dass es jetzt Serge ist, ne? Und nicht mehr ich, jetzt hat er auch einen Roller. Sagt dir sowas was? Nee. Mir auch nicht. Ja, ja. Achso, so wohl's. Ja, irgendwie ein Dings. Sieht ein bisschen braun aus. Also, ist aber billig, 50 Cent. Billig, 50 Cent. Ja, wieso? Das sind auch schöne Steine. Oder? Was soll denn das sein? Sind das Nüsse hier? Oder Steine? Ist das ein Full HD? Einfach Steine zusammengesammelt, ja moin, für 50 Cent auf dem Flohmarkt verkauft. Ich hab da eine Idee, Chat. Mache. Wo siehst du die? Da, Webcam oder was? Ach nee, so, alles da. Gut. Das sieht eigentlich nach braun aus. Ja, aber ist vielleicht daran angelehnt. Nee, es sieht danach aus. Also, vielleicht ist es auch das wirklich. Ist das hier auch billig? 50 Cent? Zur Kamera gehört das mit zu. Das hier? Ja. Was soll das kosten? Keine Ahnung, Euro. Ja, das kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe den kleinen Wecker, bevor ich es wegschmeiße. Ich hätte das Zugbuch noch mitgenommen. Willst du den kleinen Wecker auch mit? Für Züge gibt es so Trainspotter oder sowas auch. Oder es gibt auch Leute, die so Züge sammeln. Zug-Actionfiguren. Nicht Actionfiguren, aber halt solche kleinen Miniaturfahrzeuge. Oder gibt es ja auch so Miniatur-Bausets. Nehmen. Ne, wegschmeißen ist das. Von Faller, oder müsste das sein? Ist eine bekannte Marke da dafür. Hätte ich das große Buch damit genommen. Ja, das ist schade. Den willst du auch 50 Cent, 1 Euro? Ja, genau, alles weg. Alles weg. Solange es einen neuen Besitzer findet. Ja. Belichtungsmesser für analoge Kamera. Mhm. Und die haben sie nicht, die analogen Kameras? Nee. Schade. Zumindest nicht hier. Ah, schade. So, die. Was soll ich dafür bezahlen? 1,50. 1,50. Das ist geistesgang günstig, ey. Ein Buch kostet wie viel? Oh, keine Ahnung. Sag du, was du siehst. Ja, kommt drauf an, was ist das hier? Was ist das? Ich würde. Was möchten Sie geben? Auch 50 Cent, dann sind wir genau bei 2. Ja, okay. Oder hier die Welt der Eisenbahnen, da war auch noch so ein richtig fetter Schinken. Eins aus. Oben auf dem Tisch liegen auch noch 2 Bücher. Hier die Welt der Eisenbahnen, geht bestimmt gut. Ach, hier. Oder hier 200 Jahre Eisenbahngeschichte, können wir ja gleich mal gucken. Obwohl, warte mal, wir können erstmal abwarten, ob die Retro-Mangis das mitnehmen. Eisenbahngeschichte, 100 Jahre. Ich nehme dieses. Dann wären wir bei 2 Euro. Alles klar. Perfekt. Vielen Dank. Achso, okay, gut, da können wir jetzt nochmal gucken. Das interessiert mich nämlich selber. 200 Jahre Eisenbahn Buch. Okay, gut, das gleiche haben wir jetzt hier nicht. Oder Märklin, genau, Märklin war das. Hier, neues sonstige für 20 Euro inklusive Versand. Also wird es zumindest angeboten. Ebenso, tschüss. Oh, da war noch so ein Wendy-Baukasten, den hätte ich vielleicht auch noch mitgenommen. An diesem Stand konnten wir 3 Sachen kaufen. Ich habe hier eine Netzwerkkamera von D-Link. Mit Anleitung und Kompaktdisk. Ja, ich habe hier was, wo Leute, die gern früh aufstehen, das richtige... Ich stehe nicht gern früh. Ach so, okay. Ich dachte gerade, nee, das wäre es nicht. Also ein Wecker. Wir haben diesen Wecker mitgenommen, weil er eigentlich ziemlich identisch aussieht wie Wecker von der Firma Braun. Mit dem grünen, schwarz, die ganze Optik. Wir haben diesen jetzt noch nicht gefunden. Wir tippen, er wird so zwischen 15 und 20 Euro bringen. Dazu habe ich ein kleines Buch noch gekauft, wie neulich auch Eisenbahn, haben wir geguckt, das haben wir gefunden und das bringt ungefähr einen Zehner.
Und das Ganze für 2 Euro. Oh, da ist auch noch einer mit einem E-Roller. E-Roller. Das ist ja echt doof, dass man bei eBay Top-Verkäufer-Status haben muss, um Angebote bewerben zu können. Echt, ist das mittlerweile so? Ja, ist aber nicht schlimm. Top-Verkäufer-Status hat man schnell drin. Ich glaube, nach 2 oder 3 Monaten müsste das sein, ne? Oder? Nach einem Monat, ich bin mir nicht sicher. 1 bis 3 Monate, bis man den Top-Verkäufer-Status hat. Hat man schnell zusammen. Deswegen ist immer wichtig und richtig, dass man sich immer nicht so lange immer Zeit lässt, ne? Mit zum Beispiel Gewerbeanmeldung, Artikel online stellen und sowas. Dass man dann halt, wenn man Bock hat auf Resellen, dass man da gleich ein Gewerbe anmeldet, weil sonst hast du dann gefühlt ein halbes Jahr, wo Amt und was weiß ich, wo du alles einrichtest. Und ja, das ist immer das Problemchen so. Da verliert man schnell die Lust da drauf, weil immer mehr dann zusätzlich dazukommt. Deswegen sollte man so schnell wie möglich, meiner Meinung nach, wenn man sich fürs Resell entscheidet, ein Gewerbe anmelden, damit diese Anfangslust nicht verstreicht. Oder genau, nach einem Monat. Okay, gut, an einem Monat. In der Zwischenstraße. Das sieht auch wild aus. Eine Flöte. So Videospiele, sowas haben sie gar nicht wahrscheinlich, ne? Von PlayStation, von der Nintendo. Das ist da mein Sonnenwagen. Dann mache ich das gleich. Alles gut. Was hältst du von der? Hier sind halt noch mehrere, aber die sind nicht so schön, glaube ich. Das ist ein Messgerät. Was ist denn da unten? Die in der, ja, da wollte ich auch. Hier kannst du gucken. Kannst du mir was sagen bezüglich des Preises hier? Nein. Nein? Okay. Das ist ja was. Da mein Mann irgendwo um die Ecke war. Wie heißt denn Ihr Mann? Die nehme ich für das eBay-Durchstarter-Programm. Ja, safe, also aufgenommen wird da fast jeder, das, aber ich würde auf jeden Fall noch warten. Ich würde dann so September, Oktober, November, oder nee, ich würde, das sind ja 3 Monate, wo du dir Angebote sparst, ich würde Oktober, November und Dezember mitnehmen, da machst du den meisten Umsatz. Bis dahin würde ich listen wie eine Sau, also ich würde versuchen, so viele Produkte online zu stellen, hochzuknallen, so viel zu listen, einfach 100% listen, genau. Ja, und dann erst Oktober, November, Dezember sich fürs eBay-Durchstarter-Programm anzumelden. Da wirst du relativ schnell genommen, deswegen würde ich so in der 2. Septemberwoche da mal anfragen für das eBay-Durchstarter-Programm. Und bis dahin musst du so viel listen, dass die Finger bluten. Jörg! Hallo Jörg! Hab Mitte August Termin. Okay, ich würde es verschieben. Wo ist Jörg? Ist nur ein Tipp vom Profi. Und alles zusammen. Gabelagen. 4 Euro. Machen wir 4 Euro. Jörg, was das kostet? Alter, verkauf das einfach. Alles raus. Alles muss was raus. Was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen und dann verkaufen. 2-3 Euro, ich ciao. Kann nie verkaufen. Was habe ich jetzt gesagt? 4 Euro. Gib's doch mal meiner Frau oder so. Oder wollen wir aus Spaß an die anderen, wenn die günstig sind? Und was wichtig ist, Freunde, was viele falsch machen, da hatte ich leider auch mal jemanden im Discord-Server, der hat dann immer gesagt, dass darauf sollte man keinen Wert legen. Wenn du beim eBay-Durchstarter-Programm genommen wirst, wird ja so oder so jeder gefühlt. Aber wenn du genommen wirst und die sagen, die möchten mit dir da und da telefonieren, dann sei abrufbereit. Gönn dir das, hör dir das an, auch wenn du es schon gehört hast, zum Beispiel von mir oder von irgendwelchen YouTube-Videos, die du dir reingezogen hast im Internet. Scheißegal, du wirst diese Telefonate in Anspruch nehmen, weil viele sagen dann immer, ja, ich habe da gar nicht die Telefonate mitgenommen und sowas, und habe ich schon öfters auch mal gehört, dass sie dann sagen, so, weißt du was,
du sparst dir 3 Monate Angebotsgebühren. Das kostet ja unterm Strich, kostet das eBay Geld, ne, weil sie halt gute gewerbliche Verkäufer haben möchten. Deswegen bieten die da ja das eBay-Durchstarter-Programm an. Und ich habe schon öfters gehört, dass Leute das alles vernachlässigt haben und dann vorher, also vor den 3 Monaten, rausgeflogen sind aus dem Programm. Die hatten dann halt nur 1,5 Monate keine Verkaufsgebühren. Und das ist zu fahrlässig meines Erachtens und würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ihr kriegt was geschenkt. Deswegen da auf jeden Fall bei den ganzen Telefonaten mit dabei sein. Das sind auch die Flöten. Ja, hol die anderen auch mit raus. Ja, danke. Warte, wir zahlen erstmal. Jeder für einen. Jetzt einfach Flöten mit nehmen, ja, geil. Egal, nein. Lass mal zum Beispiel. Also Jörg sagte, hierfür soll ich 4 geben und hierfür hat er jetzt noch gefunden, würde ich nochmal 3 geben. Dann wären wir bei 7. Danke sehr. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen guten Tag. Danke. Danke. Ich bin bereit. Ja, herzlich willkommen zur, weiß ich nicht, irgendwie für die Ohren, wahrscheinlich war ein Erlebnis, danke. Danke für dieses Erlebnis, wir machen weiter, wenn es dich nicht stört. Jetzt darfst du. Dankeschön, einmal ein Gitarrengurt, neu OVP, Warenwert ungefähr 15 Euro, haben wir nicht bei eBay gefunden, nur im Fachhandel. Hier haben wir eine Levante Blockflöte. Hier haben wir eine Levante Blockflöte, also das Ganze 2-mal. Dort auch im Fachhandel 15. Echt, jetzt schon? Ihr müsst das, ohne Mist, macht das auf September. Macht das in der zweiten Septemberwoche. Weil Oktober, November, Dezember, das ist geisteskrank. Das darf man gar nicht, glaube ich, erzählen oder so. Ich sag mal, ich umschreibe es mal so ein bisschen. Ich habe das schon öfters gehabt. So. Und immer zur Weihnachtszeit. Das ist geil. Plus Versand. Spaß den Haufen Kohle. Und diese haben wir bei eBay Amerika gefunden. Da war es knapp über 20 Euro. Und aber Yamaha kennt man eigentlich. Genau. Bitte nicht weiter. Yamaha macht ja auch Schlagzeuge und so einen Kram. Nein, bitte nicht. So schlimm. Es geht. Okay, wir haben hier noch eine Flöte. Ihr habt sie gerade gesehen. Es ist eine Rösler Sopran 34 Barock. Aber trotzdem GG. Haben wir jetzt auch nicht gefunden. Ein Modell mit der Nummer 32 bringt so ungefähr einen 10er. Steht aber 34 ja, drauf. Ja, aber nicht gefunden. Ach so. Dann haben wir hier einmal eine Hohner Flöte. Die ist auch noch neu. Inklusive Garantiezettel. Und optisch wirklich, wirklich sehr schön. Das Holz sehr wertig verarbeitet. Mit der Reinigungsgeschichte hier. Die bringt ungefähr 35 Euro. Wir haben jetzt 7 Euro insgesamt bezahlt und wie ich finde, eigentlich ein cooler Deal. Und Flöten, naja. Haben wir schon öfter verkauft. Also von daher, mal gucken, ob sie rucki-zucki weggehen oder nicht. Aber bei dem Einkaufspreis können sie auch ein bisschen hier liegen. So. Guten Morgen. Moin. Hi. Hallo. Oh, hier ist es nicht so eine Linksmaske. Cool, eine Lavalampe. Die würde ich mir gönnen. Aber nicht nur wir. Es sind viele Schnäppchen hier. Waren schon heute Morgen? Ja, schon, was sie 9:30 war. Die ersten hier, weil ich gerade mal halbwegs gerade war. Sachen draußen. Bis wohin geht's denn? Nur bis gerade. Bist du gerade, ja. Ein bisschen boxen. André, wo sind wir dann eigentlich? Was sollen die Lavalampe kosten? Drei? Die hat eine Beule. Und nicht nur da. Eine und da auch, glaube ich. Oder ja. Ja. Die wurde wirklich mal als Rakete benutzt. Ja, als Rakete benutzt. Oh, Kopfkino. Nägel, ich glaub dir das.
Ich würde die trotzdem nehmen für 3 Euro. Ja? Ja, okay. Ja. Hier haben wir eine schöne Lavalampe aus den 90er Jahren. Ich würde nicht so anfassen. Ich würde sie euch gerne zeigen, wie sie in Action ist. Man braucht ein spezielles Leuchtmittel. Das haben wir leider nicht, müssen wir erst nachbestellen. Und die Lavalampe bleibt auch bei uns im Besitz. Die wird nicht weiterverkauft. Wenn wir sie verkaufen würden, würde sie so 20 Euro bringen ungefähr. Es gibt einen Hersteller, den solltet ihr euch auf jeden Fall merken bei den Lavalampen. Das ist Matmos. Und da gehen die Preise bis zu 100 Euro. Also die solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben und bei Bedarf kaufen. Dieses gute Stück, wie gesagt, bringt so ein 20, bleibt bei uns. Vielleicht für den Hintergrund und für 3 Euro haben wir da auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Oh, echt? Hallo. Frischen Kaffee. Boah, da hätte ich auch Lust drauf. Einen frischen Kaffee. Das sind noch so alte Comics. Von Lucky Luke. Müssen die beiden jetzt ihre Flöten zeigen? Sportshirt. 50 Cent? Passt mir gar nicht. Ja, schade. Aber 50 Cent kannst du trotzdem anziehen. Wir haben auch tolle Bücher. Stephen King. Das sind eigentlich nur, die können sie. Achso, das sind so gebrannte, ne? Leer und die sind da, irgendwo habe ich auch volle, aber noch alte. Mhm. Also nicht gebrannt, das sind wahrscheinlich privat gebrannte für, oder was? Ja. Ja. Aber Disco, eher so leer, Disco, ne? Disco. Oh, das ist ja cool. Aber ich mit Preiswert ist ein bisschen. Fragen Sie mich was, 20. Was sollen denn die Lucky Luke Hefte kosten? Ja, die sind natürlich, was würden Sie denn sagen? 50 Cent pro Stück finde ich das nicht zu teuer, ne? Wie viele Stück sind das denn? Ich weiß gar nicht, ob wir die noch reinkriegen. Aber in deinen Rucksack passt alles rein. Achso, genau. Den Asterix sogar noch. Ja, die lassen wir alle dabei. Hey. 32. Geht's mit dir? Ja, 50. 20 Euro? 15? Ich bin eher. Oh. Ein paar weniger, ja. Ja? Ja. Machen wir 12. Ich war eigentlich nur über 10. Bei 10? Ja. Er sagt 10. Nee, dann. Nee, dann mach ich. Dann guck ich nachher nochmal. Also, das mir jetzt ein bisschen. Und wenn wir uns dann Mitte treffen. Guck mal, Sie sagen 15. Die kosten ja heute bestimmt 6, 7 Euro dafür, oder? Ich meine, klar sind die jetzt ein bisschen. Aber was sagtest du? 15? Ja. Um 12 kannst du da leben oder ist dir das zu wenig? Ja, nee, dann könnt ihr vielleicht wieder kommen. Nein, da machen wir. Nee, wir kommen wahrscheinlich nicht wieder. Deswegen. Wir kommen nicht von hier. Ich fahre jetzt nach dem Plan und dann verlaufe ich mich eh nur. Kann ich da dann trotzdem einmal reingucken in diesen Karton da nochmal? Ja. Und möchtest du das halten? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, aber. Es lesen heutzutage nicht so gerne die Menschen. Das ist das Problem. Wir haben so ganz tolle Bücher. Hier unter Mathematik. Hey, ich lese übelst gern, aber halt kein Stephen King oder sowas. Nichts, was mich unterhält. Algebra, das ist so. Das ist kein Roman oder so. Und wie teuer soll die sein? Oh, das ist noch neu. Ne? Die kostet, ich bin mindestens 12 oder 13 Euro neu. Mhm. 2 Euro? Mhm. Okay. What the fuck? Okay. Machen wir zusammen 2 und 5, machen wir 17 Euro. Die sieht da wegen älter aus, die Super Soaker. Das wird richtig schwer in deinem Rucksack. Ach, das ist in meinem Rucksack? Ja. Wem gebe ich das Geld, der jungen Frau? Oder? Sie auch gerne. Ja, ich glaube, da hat der Herr irgendwie sein altes Kind. Was, das geht aber nur innerhalb der 90 Tage nach Anmeldung. Echt? Bei mir ging das immer flexibel. Also du kannst auch, ich hatte, beziehungsweise ganz am Anfang, wo dieses eBay-Durchstarter-Programm auch war, ich hatte einen Account, der über 2,5 Jahre alt ist. Also du kannst ja immer noch trotzdem anfragen, du musst jetzt nicht extra einen neuen Account machen. Du kannst da schon, ich hatte da auch über tausende Bewertungen drauf schon. Hat sie gesagt, echt? Das wäre mir neu. Das wäre mir neu. Kinderzimmer oder die Hinterlassenschaften von diesem Kinderzimmer aufgeräumt und da waren unter anderem bei diese Comichefte Phantomplan, der Freund von Lucky Luke und einen ganzen Schwung von diesen Heften auf, also von den Comics von Lucky Luke. Und weißt du, wie viele Stück das jetzt waren nochmal? 29. 29 mal Lucky Luke und zweimal noch sein Kumpel dabei.
Wir haben das Ganze noch nicht eingehend gecheckt, ob da jetzt besondere Erstauflagen bei sind oder so, aber wir haben einmal so kurz durchgeblättert. Vielleicht hat sich das geändert. Weiß ich nicht, aber ich glaube, jeder hat so die Möglichkeit, wer noch nicht beim eBay-Durchstarter-Programm war, fragt einfach an. Das ist halt, es kommt auch immer, bei eBay kommt es immer so ein bisschen drauf an, welchen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin du an die ans Telefon bekommst. Es gibt Mitarbeiter, die löschen deine Bewertungen sofort raus. Es gibt Mitarbeiter, die tun dann ewig rumdiskutieren und sagen, nee, lässt sich nicht löschen. Es kommt so ein bisschen darauf an. Also ich würde auf jeden Fall immer nicht am Montag anrufen. Montag und Dienstag ist für die meisten Menschen so die stressigsten Wochentage. So, oh scheiße, Wochenende ist rum, ich kann keine Party mehr machen, ich kann nicht mehr chillen, ich habe keine Freizeit mehr. Und deswegen würde ich niemals bei eBay am Montag oder Dienstag anrufen, wenn dann immer eher so aufs Wochenende hin, weil dann freut man sich aufs Wochenende und die Leute sind viel chilliger drauf. Also so Donnerstag, Freitag rufe ich eigentlich bei den meisten Dienstleistungen an, weil da die Leute viel gechillter sind. Klar dauert dann vielleicht mein Anliegen ein bisschen länger, weil über das Wochenende vielleicht dann auch nichts gearbeitet wird. Aber ich bin da meistens mit den Aussagen zufrieden. Ne? Aber soweit ich weiß, also ich war in Durchstarterprogrammen drin, ist das eigentlich scheißegal. Ich war da mit einem, also ich glaube, die machen das oder die publizieren das öffentlich mit 90 Tagen, aber ich glaube, das sagt dir keiner, dass du auch mit einem, mein Account war wirklich über 2 Jahre schon alt und ich bin dann reingekommen und habe dann gespart und ich hatte zu dem Zeit auch einen krassen Warenbestand auch schon mir da irgendwie zusammen gesammelt. Ja, kann man aber mal versuchen. Aber ist jetzt nicht so schlimm, wenn man jetzt, ich würde versuchen, das vielleicht zu verschieben, ganz ehrlich, weil wie gesagt, Oktober, November, Dezember sind die krassesten Monate, ne? Und wenn du da das Ganze sparst, ist geil. Moin Didi. Es ist teilweise irgendwie noch so ein Poster dabei. Cool. Ist richtig cool irgendwie. Ja, ne? Hat was. Ja. Hier, fängt an, im Kino die Premiere 1991. Das ist echt cool. Auch ein paar Tage her. Und wir gehen davon aus, angenommen, da ist jetzt nicht noch ein Special-Heft dabei, Erstauflage, sonst irgendwie, dass wir dafür ungefähr 50 bekommen sollten. Oder Januar noch mit dazu nehmen. Also ich sag mal so, die krassesten, umsatzreichsten Tage sind in einem Reselling-Game Oktober, November, Dezember, Januar. Dann haben wir hier dreimal Tim und Struppi. Kennt eigentlich auch jeder, denke ich mal. Die werden so zwischen 7 und 8 Euro gehandelt. Manchmal sind sie 9 bis 10 Euro inklusive Versand. Wir werden die für 20 anbieten. Und damit wären wir dann bei Asterix und Obelix. Ja, wir haben hier noch 10 Hefte von Asterix und Obelix. Auch sehr aber alt. Aber auch gute Zustände, und ne? Auch sehr cool, muss ich sagen. So wie es aussieht. Und die werden so ungefähr für 20 Euro gehandelt, also 10 Stück sind 20 Euro wert. Die werden auch so im Konvolut verkauft. Ja, aber nicht mit Privatvergleichen, ne? Aha. Da könntest du locker flockig, als Gewerblicher könntest du die für 30 Euro wegklingeln. Locker. Ist doch irgendwie aus deiner Jugend, oder nicht? Hast du bestimmt auch gelesen, oder nicht? Asterix und Obelix habe ich auch angelesen. Das war jetzt nicht wirklich meins. Ich war mehr so Mickey Mouse, Donald Duck Fraktion. Ah. Lustigen Taschenbücher, die kleinen, dicken, die fand ich immer sehr gut und spannend. Da konnte ich auch stundenlang, hey, ich bin nicht klein, mich mit beschäftigen, wenn es eigentlich hieß, ja, Hausaufgaben machen. Naja, gut, sei es drum. Mickey Mouse habe ich auch gerne gelesen und aber auch andere Comics. Also Lucky Luke und Asterix habe ich nur im Fernsehen geguckt, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Meine Frage an euch, habt ihr gerne Comics gelesen? Und wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr so gelesen habt. Simpsons Comics, ja. Das war's aber. Würde uns interessieren. Und dann hätten wir noch eine Nerf. Eine Nerf Gun, die ist komplett neu. Ja, was soll man dazu sagen? Haben wir dazu gebundelt. Haben insgesamt 17 Euro bezahlt und wie ich finde, echt cool. Moin. So, Sie wollen Ihr Elektrofahrrad verkaufen? Ja. 400. 400. Nee. Ich würde den Roller tauschen gegen zwei Autos. Das ist auch in Ordnung. Ja,
Ja, der ist gerade leider schon verkauft. Das ist nicht schlimm. Aber Bilder gut, ich wollte ihn sowieso nicht haben. Nö. Das ist ein bisschen schwer auf dem Fahrrad. Unhandlich. Und du, die was Besonderes? Ach, alles Mögliche. Alles Mögliche. Alles Mögliche, auch gerne alte Kameras oder sowas, aber altes wir sind was? Alte ja. Kameras, aber wir sind offen für alles. Okay, alte Kameras. Hast du ihn schon voll gehabt, weil du mit einem Keller warst. Ach so, der hat einen blöden Preis gesagt. Nee. Aber? Er wollte, ja, der hat nur gesagt, er sucht besondere Objektive. Ach so, ich suche so die alten, so alte Filmkameras, so diese, wo man Film reingemacht hat, ja, ja, so, sowas. So, ja, so das ist eine Canon FTB. Ja, sowas in der Art. Ja, das ist eine XL oder ähnlich. Und da sind zwei Objektive noch bei. Ach so, das ist mit Objektiv dann noch, ne? Mhm. Ja, mit okay. Ja, aber Objektiv, ein Film. Also. Aber was wollen Sie für diese Canon haben? Was wollen Sie denn geben? Sagen, ach, ich bin Schnäppchenjäger. 50, 50 Euro mit Objektiv oder was weiß ich. Da ist noch ein anderes Filter noch bei und dann Bescheid. Ja. Nee, ich glaube, das wäre mir dann ein bisschen zu viel. Aber ist nicht schlimm. Deswegen frage ich vorher, dann brauchen Sie gar nicht in den Keller gehen. Nee. Marianne Rosenberg. Das willst du haben? Mhm. Ein Telefon? Ich habe noch eine Kamera noch, aber die wollen Sie nicht abgeben. Doch, schon. Aber das muss schon einen Preis haben. Dann was ist das für eine Kamera? Das ist noch von Puppadi. Die würde ich mir angucken wollen. Ja, hol die mal her. Wenn sie eh schon dabei, gucke ich mir auch die Canon an. Dann bring mal bei, aber hast du Licht? Ich mache die Taschenlampe mit in den Keller. Jetzt mache. Ist das Licht bei uns heute kaputt gegangen. Im Keller, da siehst du nichts. Würde ich nicht machen, außer du kriegst mit dem Silikon. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Was soll das? Ist das nichts damit bei euch? Ja, doch, ist alles blöd. Was sind das für Stimmen? Ja, das ist blöd. Weil das ja, ist ein bisschen, die Weichmacher haben sich. Also nicht, wie man das abkriegt. Das ist krank. Die Stimme. Voll tief, ne? Tief und kratzig. Entweder Raucher oder er hat echt eine Krankheit oder so. Danke fürs Zeigen. Dass die dann die kennen oder ist das alte Ding? Ja, das alte Ding. Braucht wohl kein Mensch. Ja, früher waren die immer sehr teuer. Ja, natürlich. Das ist noch das Objektiv dazu. Hier sind noch ein paar Filter drin. Ja, Pinsel noch. Das alte Ding. Das ist auch noch ein Ding. Braucht doch kein Mensch. Kappa. Aber das meinen Sie auch nicht, ne? Ja. Ach, das ist der Cora. Nee. Also, das meinen Sie mit der alten? Ja. Ja, jetzt Netzteil auch noch. Ja, und der grundsätzlich schon. Da haben Sie jetzt 50 gesagt, ne? Ja, mit allem drum und dran. Ja, allem drum und dran. Kannst du mal halten? Natürlich kann ich mal halten. Also wie vital ist das? Nee, das ist nicht so interessant. Die Kamera an sich, ja. Ja, aber das können Sie auch mitnehmen. Ja. Alles für 50. Ja, jetzt kommt halt mein Verhandlungsgeschick. Ja, gut. Ich bin 55. Ich biete ihn an. Also so jetzt. Was? Nee, muss ja auch keiner, aber man kann ja so gucken, ob man zueinander findet. Ja, natürlich. Ich hätte jetzt wirklich gesagt, bin bei der Hälfte, 25 Euro. Ja, mach mal 30, nehmen Sie mit. 25 schwierig. Für die ja, was ist damit? Die haben alle so krasse Stimmen, ne? Aber 30, wenigstens 30. Ja, 30. Mit der Tasche und alles das. Ja, die Tasche. Ja, die Tasche kann man auch hier lassen. Oh nee, nein, sag alles mit. Kannst du gucken, ob du noch hier was drin hast? Genau. Die Beschreibung wahrscheinlich alles. Guck mal hier. Also 25 ist okay. Das ist ja nur eine Kamera. Gucken, ob die. Das ist das der Dings. Nein, das ist der Selbstauslöser. Aber der ist. Ist er auf der Film? Ja, gib mir unsere Bilder nicht weg hier. Ja, komm, da wäre sowieso nichts mehr mit. Nein. Hört sich das noch Dings an? Du bist auch so am Schwanken. Ja, ein bisschen am Schwanken. 27,50 in der Mitte nochmal treffen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, 27,50. Ja, ist okay. Was wollen Sie? Die Tasche nicht. Ja, ich würde sie jetzt mitnehmen, weil sonst nicht transportieren können. Wir sind ja, eben. Weil das ist ja noch mehr.
Wenn Sie die Filter haben wollen, können Sie die gerne haben. Also es ja. Ja, man kann sie ja noch benutzen. Ne? Oh nein, jetzt nimmt er die Filter da raus. Ich soll die Filter drin lassen. Bedienung ist jetzt hinten drin. Ja. Ja, danke. Okay. Hier haben wir eine schöne Canon-Kamera in einer, mit einer schönen Taschka. Die ist sehr stabil. Also wenn die fällt, passiert gar nichts, dann geht der Boden kaputt. Ja, probier mal aus. Wir haben jetzt 27,50 Euro bezahlt. Dazu möchte ich gerne noch was sagen. Man probiert natürlich immer so wenig wie möglich zu bezahlen. Auch wenn man weiß, okay, die Kamera bringt einen Huni, heißt das nicht, dass die Kamera funktioniert. Man muss sie testen. Man weiß nicht, ob die Kamera mal runtergefallen ist, ob die Kamera irgendwelche Richtig. Probleme hat. Das muss man natürlich alles testen. Das kostet alles irgendwie Zeit und ja, die muss man dafür sich nehmen. Und deshalb darf es gerne günstig sein. Wenn man mehr bezahlt, ist das Risiko natürlich dementsprechend höher, dass man das Ganze in den Sand setzt. Okay, hier haben wir eine schöne Canon-Kamera. Wir haben hier einmal ein Objektiv von Vivitar. Ist nichts Wertiges. Bringt so 25er, würde ich mal sagen. Dann haben wir die schöne Canon. Ist in einem gebrauchten Zustand, sie wird genutzt, sie hat hier und da ein paar Dreckspuren, muss man auf jeden Fall sauber machen, an und für sich, aber doch ganz in Ordnung, was bei diesen Kameras gerne mal passiert, dass sich dieser Mantel löst und das sieht dann nicht mehr ganz schön aus. Hier ist es noch alles soweit gut. Hier ist das Kit-Objektiv drauf, also Standardobjektiv 50 mm. Wir haben hier die originale Anleitung von der Canon, das ist die FTB. Geil. Und wenn alles schick ist, alles läuft, alles ist sauber, dann kann man das Ganze so für 120 Euro anbieten und dementsprechend verkaufen. Und dann hat man auch einen guten Deal gemacht. Das war schon wieder für diese Woche mit den Retro Monkeys. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und bis dahin wünschen wir euch... Ja, auf jeden Fall wieder eine sehr tolle Folge, ne? Wieder viel gelernt. Ich glaube, ich habe die Canon, die Kamera auch letztens mal gesehen auf dem Flohmarkt. Ich kenne mich ja jetzt auch mit Kameras aus. Läuft!